Was für ein Schlingel, der da hinten. Der jetzt mit der Kakteen kuschelt. Ah ne, mit der Agave. Naja, spitz ist es trotzdem. Und damit hallo allerseits. Hauptsache, wir lassen uns den Buggy nicht klauen und willkommen zurück bei der Beta von Ghost Recon Wildlands. Boah, was haben die für ein geiles Gefährt? Ist das die Polizei? Halt stehen bleiben. Hinterher. Oh, ich habe gerade so einen tollen Buggy gefunden, aber das Teil sah cool aus. Zumindest mal hier angucken. Kommt rein hier, Leute, los, wir verlieren den noch. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Ach, egal, lassen wir die Tacos liegen. Auf dein Zeichen, Boss. Ja, los hier. Da hinten ist das rote Fahrzeug auf der Brücke. Nee, Brücke nicht, da hinten auf der Straße. Kurvenlage. Naja, Fahrphysik komisch halt. Halt. Futuristisches Fahrzeug? Nee. Kompaktes, gut gepanzertes, bleibt mir hier. Hier macht kaputt. Aber nicht das Auto kaputt machen, ja? Hat sogar einen Heckflügel. Oh, noch eins. Halt. Was sind denn das für Leute? Rot markiert also die normalen bösen Buben, oder wie? Jetzt jagen wir böse Buben. Wie eigentlich immer. Nee, kann jetzt nicht. Oh Gott, der ist verdammt schnell. Schaut mal. Boah, die Fahrphysik ist von Popo. Scheißdreck. Nein, das Fahrzeug ist ja ein Scheißdreck geworden. Da ist ein Zivilist drin gewesen. Ey, schaut mal, da ist ein Zivilist wieder rot, oder wie? Boah. Oh Mann. Da ist halt ein Ausrufezeichen. Ich will ihm ins Ohr brüllen. Was weißt du? Okay. Warum haben wir ihn wieder losgelassen? Und Übersetzung bitte? Es gibt nur einen Weg, hier lebend rauszukommen. Ausrüstungskiste finden, Rebellenoperation finden. Locker way, ich rede! Dann lieber 5 Waffen und Zubehörpositionen geholt. Ein LKW, Santa Blanca. Trophy. Das Ding sieht schon geländetauglich und schnell aus und robust und es raucht. Das Problem ist, da kann da bloß einer mit. Der zweite. Leute, wir müssen ihm hinterher. Wir brauchen Informationen. Los. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Kommt schon. Los, los, los. Wo rennt er hin? Bin drin, los geht's. Naja, da fehlen noch 2. Noch gar keiner ist drin. Oh. So, weg da. Das Ausrufezeichen ist noch da, den bekommen wir noch. Ganz verschlafen, aber nicht gänzlich. So, mittlerweile sollten wir ihm zu nahe kommen, als dass er uns gleich abhaut. Oh, jetzt geht es wieder los mit dieser Fahrphysik. Einmal ein Schlingel gekommen, dann wirst du den Wagen fangen und dann geht's schief. Boah, tut mir leid. Aber bitte Beschwerde bei Ubisoft einreichen. Ich war es nicht, das war die Fahrphysik. Nein, haben wir jetzt einen Plattfuß? Das klang so, als ob da irgendwo die Luft raus wäre. Wir dürfen ihn nicht umbringen. Also ich werde jetzt nicht den Feuerbefehl geben, weil die bringt ihn auf jeden Fall um. Und von daher ramme ich ihn einfach mal und hoffe, er fliegt aus dem Auto, weil er nicht angeschnallt ist. Na toll, da würde ich jetzt etwas abkürzen, wobei der fällt eh nach links. Ist da die kleine Schupfnudel da? Ja, schafft er das zurück? Ach, ausgestiegen, Feuer. Tschüss. Nein! Entschuldigung! Oh, zum Glück haben sie nicht geschossen. Ich habe Feuerbefehl gegeben. Aua. Ja, das passiert, wenn man einfach so über die Straße rennt. Jetzt haut er bestimmt ab. Nee, er bleibt da noch hocken. Warum hat das so lange gedauert? Ja, genau. Warum hat denn das so lange gedauert? Ich glaube, unsere Waffen verängstigen sie. Ach ja, wegstecken geht ja hier nicht mit F gedrückt halt. So, komm, Schwätz. Ruhig, Kabine. Kabine? Es gibt nur einen Weg, hier lebend rauszukommen. Ich hätte ihn da jetzt verstauen können. Bonusorden finden, eine Rebellenoperation, ein lieber Bonusorden. Das ist neu. Locker way, ich rede. Ich rede. Taktikkarte öffnen. Bonusordenposition. Bonusorden. Schusswiderstand, 5% Schadensminderung. Effizienzsteigerung um 8%. Ist gar nicht so weit weg, deswegen fahren wir da einfach mal hin, ehe wir anderen Spuren nachgehen.
Oh Mann, können wir das Ding mal reparieren? Das sieht ja wieder aus, ey. Steckt jetzt wieder in sein LKW ein. Also ich meine, wenn wir weg sind... Nö, er denkt gar nicht dran, ne? Naja. Okay, wir berühren gar nicht diese Klöppel hier. Ups, den schon. Aber dennoch mal Kling-Bing. Der hat sich dann Stand aufgebaut, nämlich mit Sonnenschirm. So, die Kurve kennen wir schon. Diese Fahrphysik, ey. Also was sich an diesem Spiel auf jeden Fall nicht mehr ändern wird, ist die Fahrphysik. Da wird sich nichts tun. Glaube ich nicht. Vielleicht mal irgendwann nach ganz, ganz langer Zeit, wenn sich zu viele darüber beschwert haben. Ich finde sie nicht toll. Was am ehesten noch behoben wird oder was verbessert wird, ist die allgemeine Performance. Also ich habe es weiterhin auf den maximalen Einstellungen. Gerade so hier bei etwas Nebel, ja, wieder um die 40 FPS. Ist auf jeden Fall nicht wirklich angenehm, aber... Falsche Richtung gefahren die ganze Zeit, das ist nicht gut. Bin wieder zu sehr ins Plaudern gekommen. Tja, und sonst? Weiß nicht, es ist sowas Grundlegendes, so eine Spielmechanik wie Leute aufheben. Weiß nicht, inwiefern man das integrieren kann. Es muss dafür Animation geben, ja. Man muss das Objekt, den Körper, bewegen können, ja. Auch klar. Und dann... Weiß nicht, inwiefern die Gegner sehen, wo jemand umgebracht wurde. Wenn man die Körper verstecken kann, die aber dennoch darauf aufmerksam werden... Wenn sie einfach an die Position kommen, wo derjenige umgebracht oder bewusstlos geschlagen wurde, also der Gegner nur noch optisch, nur optisch woanders liegt und für die Gegner physisch doch noch da ist, dann wäre es natürlich Quark, aber da stecke ich zu wenig in der Entwicklung drin. Das sind einfach so allgemeine Gedanken, die ich mir mache. Also allgemeine Leistung, hoffe ich, wird noch verbessert. Muss auf jeden Fall. Auch wenn es ein sehr schönes und anspruchsvolles, aufwendiges Spiel ist, da muss ich auf jeden Fall noch was tun. Vor allem eben hier mit dem ganzen Geflacker und Geflimmer. Das geht gar nicht. Aber auch die Leistung in Form von einer höheren Bildwiederholrate muss auf jeden Fall drin sein. Das sieht gerade wieder echt geil aus. Boah. Also ich hoffe, da gibt es keinen Downgrade. Ach. Lass mich jetzt mal drauf ankommen. Ich lege an. Hoffentlich machen die nicht den Heli kaputt. Der Leutnant will abhauen. Nein, das lassen wir doch. Er stirbt. Er ist tot. Willst du ihn erschießen, weil er deine Gefühle verletzt hat? Weil er sich nicht gewehrt hat? Wenn sie Feinde töten, die sich ergeben helfen, kann das zum Spielende führen. Na toll. Okay, ja, war ziemlich fies. Mehr als Kacke sogar. Es war bloß ein Pilot. Wo? Nein, nicht der Heli. So, jetzt schnell den Heli sichern. Das ging nämlich schon mal nicht gut. Ja, auf jeden Fall richtig. Also, den dann noch umzubringen, schmeckt mir im Nachhinein auf jeden Fall auch nicht. Von welcher Seite darf ich denn? Noch gar nicht, weil hier noch Leute sind? Ey, der schießt uns ja über die Nase. Frecher Sack. Kommt jetzt ein Dicker raus? Nee, er hat sich hier nicht aufgemacht. Doktor, da drin, raus da. Da drüben alles sauber. Okay. Dann Heli her. Oder markieren. Passagier. Fahrer, nein. Ein Unidad-Heli sogar. Aber wird nicht von den Unidads beschützt. Nein, hinten vielleicht. Muss ich den wirklich nach Hause fliegen? Warum... Nein, ich will nicht fliegen. Okay, dann hole ich mir erstmal den Bonusorden. Und dann wird hoffentlich der Platz wieder gesäubert, damit die ist ein schönes Souvenir. Jungs und Mädels wieder Fußball spielen können. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform passt? Körperschusswiderstand. Ach.
Hätten wir nie bekommen, können wir uns aber gönnen, wenn wir 2 Fähigkeitspunkte haben und eben noch 525 Flammen. Ich sag einfach Flammen dazu. Das ist gerade das Offensichtlichste, das Primitivste. Ganz schön kleiner Fünfer. Da ist doch aber ein Signal. Ich muss hier doch nicht fliegen, oder? Muss ich da drunter krabbeln? Okay, ich kann nur durchkrabbeln. Ich glaube, das ist nicht gewollt, oder? Geil. Geht das nochmal? Jetzt kann ich drunter krabbeln. Hallo, Punkt. Aber kann ich da nochmal rein? Das war, glaube ich, Glück. Das will mir so nicht nochmal gelingen. Doch, spring. Oh, doch. Aber so ganz gewollt schaut es nicht aus. Ich will mal auf das Cockpit schauen. Nicht so wackeln, dann kann ich ja nichts sehen. Ach. So, müssen wir denn wirklich fliegen? Der ist schon ganz schön dick. Boah, sogar gelb schön. Oh, geil. Rumkreisen. Haben die das markiert? Und wir müssen den Hubschrauber zum Treffpunkt der Rebellen bringen. Oh Gott. Geiles Teil. Hat er auch Schusskraft, Angriff, Befehlen, Nicken, Umsehen, mehr, weniger Schub. Mal gucken, wie der sich fliegen lässt. Oh Mann, das sieht toll aus. Hinten bei unserem Auspuff. Boah, das Spiel ist so schick, ey. Ich fliege jetzt nicht gegen einen Baum. Nee. Dann schaue ich mich noch weiter um. Das sieht echt toll aus. Vor allem die Spielwelt ist so verdammt groß. Ich glaube, was habe ich gelesen? 21 Gebiete gibt es. Aktuell haben wir 2. 2. Und, boah, also, dick. Man kann es kaum in Worte fassen. Und hier soll es auch noch eine Schneeregion geben, nämlich da oben. Es soll ja auch wirklich unterschiedliche Gebiete geben, die sollen sich auch wirklich auch teilweise voneinander optisch, vom Klima, von der Klimazone, von dem, was da so alles wächst, einfach unterscheiden, aber die Ubisoft-Spielwelten, die sehen einfach immer so toll aus, also was die da alles reinstecken, so viel Detailverliebtheit, so viel schön. Wie lange sind wir schon hier draußen? Meine Unterhosen sind alle. Du kannst sie normal vorwärts und andersrum tragen. Oder auf links ziehen und zurück. Ich trage sie rückwärts auf links. Ich brauche nichts zum Wechseln. Ja, Santa Blanca kann uns bestimmt schon 5 Klicks gegen den Wind riechen. Tolle, interessante Information. Entweder auf links drehen oder auf rechts drehen. Mehr geht nicht. Spitzbubs. Die Bäume bewegen sich sogar. Also raspeln kann man sie, glaube ich, nicht. Will ich nicht herausprobieren. Aber etwas wenig Wind macht der Heli, also wenn man unter dem Helikopter stand und weiß, was da geboostet wird, Manometer, aber ist jetzt gerade eher ein kleines Detail, ist nicht so wichtig, wie ich finde. Was ist hier für ein blauer Dunst? Brennt hier was? Sind das Drogen? Sind das unsere Abgase? Also da vorne waren wir noch nicht. Oh, ein großer Landeplatz, ob ich den treffe? Oh, Tierchens? Alle wegboosten. Warum ich die ganze Zeit nämlich kaum Schub zu geben? Weil das doch schief geht. Nahegelegener Einsatz. Flamme der Rebellion. Oh, oh. Rot. Vorne ist rot. Das ist die Flamme der Rebellion und hier sollen wir landen, okay? Reicht das schon? Komm, ist. Oh. Ja, das wird schon. Mein erster Helikopter, der das Ganze gut überlebt. Hurra! 2500 für den Nebeneinsatz. Toll. Flamme der Rebellion wäre gleich mal das nächste. Hier gibt's noch was. Meine Punkte. Streichhölzer. Hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. Fertigkeitenpunkte halten. Fein. Haben die jetzt Angst? Ja, nee, doch. Nee. Das sind unsere Rebellenleute.
Oh, Poké-Chips. Normale Chips wären mir lieber. Teddy ist noch da. Dürfen wir uns den jetzt einfach wieder mitnehmen? Das wäre cool. Schaut mal. Ochsen. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Ja, die Gräser sind schon... Na gut, das wäre etwas zu viel. Ja, sind dünne Wände, aber... Das kostet dann schon wirklich richtig viel Rechenleistung. Da ist ein Sicario. Ich sehe niemanden. Die Brücke. Selbst... Na, wobei, die Gräser bei Arma, die sind ähnlich. Aber die wirken deutlich besser. Aus der Nähe. Boah, verdammt schick. Keine Wolke am Himmel. So eine kleine Sonne. Ah, oh, wenn dieses... Bäh. Ihr seht's ja. Wenn das nicht wäre... Mann. Ein Informant. Ich hab noch eine Sticke gesehen. Es sind Gegner in der Nähe. Wir sind ein paar Narcos. Da, an den Ruinen. Kann ich hier aufs Dach da rein? Rein komme ich hier nicht. Schade. Ist das nicht die Ecke, wo wir mal waren, als ich die Granate bei dem Dicken ausprobieren wollte? Das war in der Nacht und jetzt ist es einfach nur Tag, ne? Ja, das ist das Ding. Da ist noch ein Tango. So, da ist noch ein blasser Schimmer. Jetzt ist er weg und da hinten noch. Macht 5. Gut. Simultan Schuss. Ah, genau. Reicht das, um jetzt 3 Leute zu markieren? Oh, jetzt habe ich was markiert. Ups. Trupp. Simultan Schuss, 2 Fertigkeitenpunkte für 2. Weitere. 2 weitere, das heißt doch dann insgesamt 4. Erst war einer möglich, dann ein weiterer heißt 2 und 2 weitere heißt dann 4. Hm. 2 weiteres Simultanschussziele. Also an sich wird es bloß Sinn ergeben, wenn es 3 wären, weil 3 um uns herum sind und den 4. setzen eben wir. Na, spare ich mal, weil den will ich heraus. Den will ich bekommen, der ist echt cool. Der war schon bei Rainbow Six, bei dem Tablet-Spiel, bei dem Tablet. Der Tablet-Erlebnis. Wir werden das Unterhose waschen und so. War der schon cool. So, wegtragen ist ja nicht. Von daher werde ich ihn einfach erledigen. Tango getötet. Stand jetzt recht abseits. Nein. Blöder Arsch. Oh, das ist noch ein dumpfer Fleck. Reingelaufen. Oh, da ist jemand recht nah beim Auto, der Dicke da. Wenn die Unidad mit Helm schon so zu erledigen waren, geht das auch mit ihm, aber er hat uns leider entdeckt. Er hat die Leiche gesehen und ist dann einfach wild umhergerannt und das war's dann. Na... Spinner, du. Oh, schon wieder bewegt. Jetzt, aller guten Dinge sind 3. Ein dummer Fleck und der da hinten. Was macht die Vegetation denn da hinten? Auf jeden Fall beim Auto. Da. Oh, das war jetzt mein Fehler. Also, komplett verzogen. Nicht im Sinne von, der hat sich bewegt. Der hat wieder gesessen. Das war's mit ihm. Gut, dann runter. Flamme, aber... Kratzen. Gibt es hier noch Ausrüstungsgegenstände? Hinten gibt es Munition. Gibt es eben auch noch das Frage... Ausrufezeichen. Ah, 2 grüne, genau. Kennen wir ja schon. Da haben wir hier damals auch um die Festtagstafel was mitgenommen und markiert. Oh. Na gut, dann würde ich aber sagen,
machen wir in der nächsten Folge weiter und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Drei, da. Foto machen und so. Sieht von einer Kartellantenne aus. Schalten wir sie ab. Takatari hat Eier, das muss man ihm lassen. Gib ihm den Finger und er nimmt die ganze Hand. Wenn er uns zu Judy und Polito bringt, ist es das wert. Ja und? Ciao, tschüss.